Ich bin ja vielleicht ein bisschen altmodisch, aber wenn ich die Seele baumeln lassen will, dann gehe ich auf den Dachboden und suche mir den stärksten Querbalken aus. Die lange Nacht des Kabarets. Wir spielen so lange, wie Sie wollen. Unter diesem Motto präsentierten sich am vergangenen Donnerstag Talente der österreichischen Kabarettszene im Leobner Stadttheater. Wunderschönen guten Abend bei Hi TV. Wir sind Hi. Wir hoffen, Sie sind es auch. Nein, das stimmt jetzt nicht. Das stimmt nicht? Nein, es heißt Highway TV. Highway. Ah, okay. Wir sind Highway. Wir hoffen, Sie sind es auch. Aber das macht keinen Sinn. Das ist ein Blödsinn, ja. Muss ich das sagen? Nein, es ist Highway TV. Highway TV. Ausverkauftes Haus und Künstler, die mit ihren Pointen den Saal zum Lachen brachten. Ich bin froh, dass ich mal da bin. Ich habe das Gefühl, Leoben ist meine zweite Heimat. Leoben, die Stadt, in deren Wappen ein Strauß, ein Hufeisen frisst. Ich glaube, es sind sehr gute, herausragende Kräfte gekommen. Wir suchen die Kabarettisten schon selbst aus und ich glaube, der Geschmack wird immer wieder getroffen, weil es ist immer alles ausverkauft. Auch eine gnadenlose, wortgewandte Steirerin war mit dabei. Der Weg zur Kabarettistin ist relativ einfach. Naja, man braucht einfach eine große Portion Exhibitionismus und Narzissmus. Und ich glaube, dann ist das Größte schon geschafft. Also man muss sich einfach auf der Bühne aufdrängen wollen, einem Publikum. Und wenn man dann noch was kann, dann ist es ideal. Von dort, wo man aus Verschunkeln keine anderen Tanz kennt und wo man einfach als Heurer an jeden nur Franz nennt. Von dort, wo du im Winter keine Haaren brauchst vor Leis und wo manche wenig schier gehen, weil der Stammbaum ein Kreis. Ich bin halbwegs ausgeglichen, wenn ich auf der Bühne bin und meine Texte machen kann. Würde man mir das nehmen, dann würde ich eine noch destruktivere Art finden, um diese überschüssige Energie abzubauen. Aber nicht alle Künstler wollen im Vorfeld von ihrem Programm erzählen. Wir zwei im Bett heute Nacht alleine hätte mehr Spaß gehabt. Nein, ich erzähle nicht von mir. Sie können sich viel mehr von Bernie Wagner erwarten. Den habe ich nämlich gesehen. Mich selber sehe ich nicht, wenn ich auf der Bühne stehe. Deswegen, ich habe das von Bernie gesehen. Das ist Wahnsinn. Du bist netter von Beruf. Doch beim Sex blieb es immer nur beim Versuch. Wenn du mir ein Ohr verlegst, muss ich bei dir mal was kriegen. Du bist netter von Beruf. Wir spielen zusammen, aber wir sind nie gemeinsam auf der Bühne und unsere Nummern beziehen sich auch nicht aufeinander. Wir spielen ja an verschiedene Orte, aber wir wissen, im Herzen sind wir ein Duo, das Solo-Programme spielt. Und viele Künstler leben anscheinend noch im typisch alten Klischee. Ich würde sagen, die Rolle der Frau im modernen Kabarett hat damit zu tun, dass die Männer die Kleider für die Frauen waschen, die auf der Bühne stehen, weil es sehr unangenehm ist, wenn man auf der Bühne steht und Flecken in den Klamotten hat. Wir pflegen jetzt überhaupt sehr viel, muss ich auch dazu sagen, weil das ist extrem schlecht fürs Klima, aber total gut für unsere Beziehung, weil wenn wir Auto fahren, dann streiten wir eigentlich immer. Und wenn wir fliegen, dass der Novo Veske so nervös, da hat er sich vorher schon drei Valium ein und dann schlaft er. Und dann haben wir total harmonische Reisezeit miteinander. Und so dauert die lange Nacht des Kabarets länger, als es viele gedacht hätten. Aber es war von Anfang bis zum Ende eine humorvolle, ironische und zynische Darbietung aller Kabarettisten.